möchte mich jetzt noch kurz ein bisschen über das gaußsche Rauschen auslassen. Und dann sind wir schon beim einfachsten Übertragungskanal. Das Ding hatten wir eigentlich schon gesehen, wie das mit dem Modulator aussieht. Es ist eigentlich dasselbe Bild wie da, nur geflippt, wenn Sie den Modulator betrachten und genauso, wenn Sie den Demodulator betrachten. Das heißt, Sie kriegen hier die Daten, wie auch immer die da vorliegen, ob wirklich als Einsen und Nullen oder als wirklich elektrische Signale. Irgendwie müssen es dann doch elektrische Signale irgendwann mal sein. Haben hier die Multiplikation, also den Modulator mit 0 Grad ist der Kosinus, mit 90 Grad ist der Sinus. Realisieren tut man das natürlich aus einer Quelle, die man dann eben um 90 Grad, deren Signal man um 90 Grad dreht oder eben nicht. Und dann addiert man das auf, das Plus habe ich mir hier gespart und gibt das als HF-Signal raus. So, was jetzt auf dem Kanal passiert, dann weitergehend ist aber, dass hier natürlich hier jetzt mal nur als ASK dargestellt, die Einsen, Nullen, kann auch ganz aus sein, egal, rauskommen und dann aber mit Rauschen beaufschlagt werden. Ja, also dadurch, dass die einfach gedämpft, die mathematische Darstellung ist einfach, ich habe das Signal und addiere Rauschen dazu. Die praktische Darstellung ist, das Rauschen ist immer da und ich dämpfe eigentlich nur mein Signal und irgendwann spielt eben das Rauschen eine Rolle bei dem Signal. Ich meine, wenn Sie 100 Volt messen wollen, ist das Rauschen, also wenn es Ihnen darauf ankommt, ob Sie 100 Volt oder nichts haben, ist das Rauschen nicht so entscheidend, weil das wird schon keine 100 Volt haben. Aber wenn Sie halt 100 Mikrovolt messen wollen, ist das eine andere Nummer, ne? So, Dispersion brauchen wir uns nicht mehr angucken. Zum Rauschen noch. Haben Sie eigentlich mal richtig Rauschen betrachtet? In der HF-Technik ist es, glaube ich, im Vorbeiflug mal gekommen. In der Messtechnik auch. Haben Sie es in Elektronik gemacht? Elektronik, ne? Okay. Gut, dann wollen wir da nicht allzu viel zu sagen. Außer, dass man das die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion, also die Amplitudenverteilung des gaußschen Rauschens, man mit einer Gauss-Glocke beschreiben kann. Deswegen heißt die so. Und die Standardabweichung gibt im Prinzip an, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie hier eben auch höhere Amplituden, abgewichen von 0 meinetwegen, noch vorfinden. Negativ, also Amplitude natürlich nicht negativ, aber das Signal kann negativ werden oder positiv. Und je größer die Standardabweichung wird, desto breiiger wird diese ganze Geschichte bei gleichem Integral, bei gleichem Flächeninhalt natürlich. Und desto größer ist eigentlich die Rauschenergie auch, weil nämlich hier solche großen Amplituden hier natürlich eine ganze Menge Energie beinhalten würden. So, das ist die statistische Beschreibung zu dem Thema. Sagt letztlich aus, dass jede Amplitude möglich ist, nur natürlich sehr unwahrscheinlich werden kann. Und wenn wir uns ein weißes Rauschsignal angucken, dann haben wir das im Zeitbereich hier. Das ist irgendein Gezappel. Sie sehen selten, aber immerhin irgendwelche Ausbrüche nach oben und unten. Ansonsten so, wenn Sie nur mal so drüber gucken, scheint das alles so um die Null und ab und zu geht es mal ein bisschen weg. Wenn Sie das Ganze im Frequenzbereich betrachten, deswegen heißt das weiß, weil das ganze Spektrum nämlich da ist, dann ist es ein, naja, ich wollte gerade sagen, ein flacher Strich eigentlich, ne? Also dann ist immer irgendwie Rauschen da, es gibt keine spektralen Ausreißer da drin, sondern es ist eine spektrale Gleichverteilung. So, die Leistung kann man bestimmen. Die ergibt sich nämlich aus der Temperatur. Das kann eine äquivalente Temperatur sein. Das muss nicht wirklich die wirklich vorhandene Temperatur sein. Der Boltzmann-Konstante und der Bandbreite. Das heißt also, je größer die Bandbreite, desto größer ist die Energie, was man sich leicht vorstellen kann. Denn es ist ein Unterschied, ob ich diesen Bereich nehme oder diesen Bereich. Selbstverständlich, ne? Je mehr größer der Bereich wird, desto mehr Rauschen kriege ich da rein. Was letztlich im Umkehrschluss für die Nachrichtentechnik heißt, je höher die Datenrate ist, weil schneller, desto größer muss ich meinen Empfänger aufmachen vom Spektrum her, desto mehr Rauschen kriege ich rein. Also, ne? Die Zahlen brauchen wir nicht unbedingt. So, jetzt kommen wir dazu, wie wirkt sich das Ganze aus und was ist eigentlich ein Bitfehler? So, was ich übertrage, ich habe hier mal eine BPSK. BPSK, muss ich das noch erläutern? Das steht für Binary Phase Shift Keying und beinhaltet, naja, ich meine, würde mal sagen, den professionellen Bruder des einfachen On-Off Keying. Ich sage nämlich, ich übertrage eine 1, Binary Phase Shift
Keying. Ich übertrage eine 1 als Cosinus positiver Amplitude und eine 0 als Cosinus negativer Amplitude, sodass, wenn ich die Inphase und die Quadraturphase-Komponente dahinschreibe, auf der Quadratur habe ich natürlich nichts, weil ich nichts auf dem Sinus übertrage, aber auf dem Cosinus habe ich entweder mal die positive Amplitude mit der 1 oder die negative Amplitude mit der minus 1. Ich drehe das Ganze also von einer 1 zur 0 um 180 Grad in der Phase. Und damit habe ich die Phase wieder moduliert, nicht die Amplitude, denn der Abstand hier bleibt immer der gleiche. Gut, und das ist genau das, was ich hier aufgetragen habe. Nur, dass ich hier noch ein bisschen feiner geworden bin. Ich übertrage nämlich die Amplitude plus D oder minus D und nicht die Amplitude minus 1 oder plus 1. Und diese Ds, da können Sie jetzt auch Volt für einsetzen, da ist Platz für die Einheit. Okay, wenn ich also jetzt die 1 senden will, übertrage ich ein Cosinus mit der Amplitude plus D. Wenn ich die 0 übertragen will, eine Cosinus mit der Amplitude minus D. Und was ich empfange, ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit entsprechend diese blaue Kurve oder die orange Kurve. Kommt ja Rauschen da drauf, ne? Das habe ich jetzt überlagert. Und die 0 wurde gesendet und mit ein bisschen Glück habe ich das empfangen. Das Ergebnis ist eindeutig, das liegt ganz klar im Bereich der negativen Zahlen hier, der negativen Amplituden und ist damit ganz bestimmt eine 0. Ihr könnt auch das hier empfangen, wenn die 0 gesendet wurde. Dann würde ich immer noch sagen, okay, das ist negativ, wird wohl eine 0 gewesen sein. Ich könnte aber auch eine 0 senden und das hier empfangen und dann würde ich einen Fehler machen. Dann würde ich nämlich sagen, okay, das ist eine positive Amplitude, die ich hier empfange, das wird wohl eine plus 1 gewesen sein. Und das Ganze geht natürlich auch andersrum, das heißt, wir haben hier die Bitfehler und das ist hier in der entsprechend blauen oder in der orangen Fläche hier gekennzeichnet. So, und dann muss ich jetzt ausrechnen. Also wie das zustande kommt, ist klar, ich wähle immer den Zustand, der am wahrscheinlichsten gesendet wurde. Wenn ich also etwas empfange, was hier in diesem Bereich rechts dieses dicken schwarzen Balkens liegt, dann wird wohl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit die 1 gesendet worden sein. Wenn ich nur Informationen über diese 1 habe und keine weiteren über dieses Signal habe und keine weiteren Informationen. Okay, also gehe ich mal in die Mathematik, ohne sie jetzt wirklich im Detail auszuführen, aber die Ergebnisse sind ganz interessant. Was ich also brauche für den Bitfehler, ist die Wahrscheinlichkeit auszurechnen, dass die Energie des Rauschens oder die Amplitude des Rauschens größer als D war. Ne? Wenn ich das gesendet habe und die Amplitude des Rauschens größer als plus D war, dann bin ich über die Kante gerutscht. Und dann war es ein Fehler. Okay, mit der Formel für die Gauss-Verteilung kann ich das hier einsetzen. Ich muss also bloß ausrechnen, wie groß dieses Integral ist. Das ist ja dummerweise zwar geschlossen angebbar als Fehlerfunktion, aber eben nicht analytisch darstellbar, sondern nur über Näherung und Tabellen, Entschuldigung. Und dann ist das eben die komplementäre Fehlerfunktion hier, die wir schon aus der Messtechnik kennen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Bitfehler ist also hier 1,5 mal komplementäre Fehlerfunktion des da angegebenen Argumentes. Und wenn ich jetzt hier einsetze noch das n proportional zum Standardabweichungsquadrat ist, da, und die Amplitude, das Amplitudenquadrat proportional zum Signal, zur Signalleistung, zur Signalleistung, dann kann ich die Bitfehlerrate noch etwas einfacher schreiben. Dann haben wir hier nämlich S, 1/2, Wurzel 1/2 S durch N. Und wenn ich jetzt noch die symmetrische die Tiefpassfilterung betrachte, dann ist die und die positive und negative Frequenzaufteilung auch bei dem Rauschen betrachte, dann ist die eigentliche Leistung, die ich hier sehen muss, nur N0 halbe. Kann das hier hinschreiben und kriege dann eben
den Übergang zu dieser relativ einfachen Formel hier hin. So, das Ganze in Bildern nochmal gezeigt. Ups, da wollte ich doch schon hin eigentlich. Ergibt dann schon mal diese Kurve hier. Nämlich die Chance, hier unten ist aufgetragen Signal-Rauschabstand. Also im Prinzip ist das hier das S durch N geteilt, aber logarithmiert, weil in dB aufgetragen. Und wenn ich dann eben die Bitfehlerrate hier eintrage, dann kriege ich hier für die PSK2 oder die Binary Phase Shift Keying eben genau diese Kurve raus hier. Das heißt also, mit einem Signalrauschabstand von 10 dB bekomme ich eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 5. Relativ einfache Tabelle. Und das ist eigentlich genau die Formel, die ich da eben dargestellt habe. Nicht mehr, nicht weniger. So. Das ist das Ergebnis hier raus. Was kann ich mit diesem Ergebnis jetzt noch machen? Also zum einen ist das erstmal der einfachst denkbare Fall hier, nämlich einfach nur für so eine Binary Phase Shift Keying. Wir müssen also noch betrachten, wie wirkt sich das Ganze bei der QPSK aus und was passiert bei der QRM und so weiter. Das machen wir gleich auch, aber da gucken wir uns im Wesentlichen die Kurven an, die Sie gerade schon gesehen haben. Die andere Frage ist jetzt noch, was macht denn jetzt eigentlich Sinn hier? Also was kann ich denn tun? Und wie weit kann ich gehen? Wie viele verschiedene Zustände machen denn eigentlich Sinn, hier dazwischen zu packen? Wenn ich einfach nur mal bei der einfachen ASK bleibe. Ich könnte jetzt einfach sagen, boah, weißt du was? Ich kann die ja alle total dicht packen. Ich kann den gesamten HD-Film in einem Symbol übertragen. So. Also klingt völlig unsinnig. Ist auch unsinnig. Geht auch nicht. Aber der Ansatz erst einmal, wenn jetzt kein Rauschen da wäre oder das Rauschen gering genug wäre, wäre einfach, okay, ich nehme nicht nur 8 Zustände, ich nehme eben so viele Milliarden, wie ich halt brauche, ne? Zustände, mach das fein genug und dann haben wir übertragen, Symbol empfangen, fertig, der Film ist da. So, das geht eben gerade aufgrund des Rauschens nicht, weil dann nämlich diese Abstände hier und damit auch die Signal-Rauschabstände so gering werden würden, dass man sie einfach gar nicht mehr sinnvoll trennen kann. Was man jetzt aber daran sieht, ist ja wohl der Zusammenhang zwischen wie groß ist das Rauschen, wie groß ist die Rauschenergie, ja, und den Symbolen, ne? den Amplituden. Denn was wir herausgefunden haben, ist ja, der Signalrauschabstand ist es, der bestimmt, wie groß die Bitfehlerrate wird. So, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich brauche, damit ich so einen HD-Film vernünftig sehen kann, brauche ich eben eine Bitfehlerrate, die maximal 10 hoch minus 8 meinetwegen ist. Das würde wahrscheinlich sogar gehen. Nach der Codierung. Dann müsste ich eben einfach mal gucken, okay, 10 hoch minus 8 brauche ich. Wie groß muss mein Signal-Rauschabstand sein und wie groß dürfen dann respektive die Abstände zwischen den einzelnen Symbolen sein? Okay. Na, jedenfalls, und das ist erstmal das Ergebnis hier. Der Claude Shannon hat 1948 eben hier dazu auch Untersuchungen gemacht, mathematisch-theoretische Untersuchungen, und hat herausgefunden, dass eben die Kapazität des Kanals proportional zum Logarithmus der Symbolenergie zur Rauschenergie ist. So, und zwar genauer, Kanalkapazität ist gleich Bandbreite mal Logarithmus duales dieses Ausdrucks hier. So, was heißt das, wenn wir das interpretieren? Gehen wir mal davon aus, wir haben einen festen Signalrauschabstand hier. Und auf irgendeine zauberhafte Art und Weise haben wir das hingekriegt. Könnte man diskutieren, ob denn das überhaupt möglich ist, weil je höher ich die Bandbreite mache, desto größer wird ja auch das Rauschen eigentlich. So. Aber dann ist es klar, je schneller ich die Daten kommen lasse, desto mehr kriege ich drüber über den Kanal. Die andere Geschichte könnte natürlich sein, okay, ich möchte bei gegebener Bandbreite mehr übertragen können. Was kann ich tun? Ich kann einfach die Symbolenergie erhöhen, ich kann einfach lauter sprechen. Einfach mehr Wumm dahinter packen und den Signalrauschabstand größer machen.
Oder, aber das ist relativ aufwendig, ich kann natürlich auch sagen, ich mache das Rauschen kleiner. Ja, das geht schon. Wie kriege ich das Rauschen kleiner? Gut, das Rauschen wird im Wesentlichen bestimmt durch die Verluste und die Rauschanteile, die im Empfänger dazukommen. Also muss ich die geringer machen. Wie kriege ich die geringer? Ich kann einfach mal einen besseren Empfänger bauen. Und wenn das schon nicht mehr geht, kann ich den, weil Rauschen ja proportional zur Temperatur war, kann ich den kühlen. Und kühlen heißt flüssigen Stickstoff, flüssiges Helium. Und das tut man auch. Also da, wo man richtig kleine Signale haben möchte, so, weil man möchte ja wissen, ob da außerhalb jemand ist, ob es extraterrestrische Intelligenz oder sowas gibt. Da muss man halt, möchte man halt ganz, ganz kleine Signale haben, weil die sind noch nicht so laut, dass wir wüssten, dass sie da sind. Also Radioastronomie beispielsweise, und da hat man auch relativ wenig Empfänger, weil nicht jeder von uns möchte das wissen, ob es da Leute gibt, akut wissen. Dann würde man eben die einfach wirklich kühlen, die Empfänger, ne? Bitte? Ja, aber Sie wollen ja, dass die Messung wollen Sie nicht im Weltall machen. Die Messung machen Sie auf der Erde. Die Radioastronomie haben Sie, die großen Teleskope haben Sie auf der Erde stehen. Weil der andere Punkt ist ja, über das haben wir im letzten Semester gesprochen, der einzige rauscharme Verstärker oder der einzige rauscheliminierende Verstärker ist ja die Antenne. Ja, also mit dem Rauschen können Sie Signal-Rauschabstand im Empfänger wirklich verbessern, indem Sie nämlich eine Richtantenne bauen. Da bleibt das Rauschen, der Rauschteppich, den Sie empfangen, der bleibt immer gleich, ne, weil das Rauschen, das Sie kriegen, wird genauso verstärkt, wie die Antenne ausblendet, also das Rauschen, was an der Seite ist, ausblendet. Aber das Signal, auf das fokussieren Sie sich wesentlich besser. Macht man aber nicht. Ja, doch schon. Ich meine, jetzt nimm doch mal so ein chinesisches Tal. Da haben sie eins der größten Radioastronome gebaut. Radio. Radioschüsseln, genau. So. Radioteleskope, wollte ich sagen, genau. So. Jetzt nehmen sie so ein chinesisches Tal und verpflanzen das ins Weltall. Sie merken, dass das schwierig werden könnte. Ja, genau. Ja, natürlich, aber dann muss es trotzdem, das Segel muss sich auch ganz genau aufspannen und so weiter. So, also, was ich damit sagen will, das ist so simpel nicht. Ne, sonst würde man, man hat auch Radioteleskope da oben rumfliegen. So. So. Ne, und das sind eben die beiden Varianten, die Sie eingehen können. So, okay. Und dann wurde eben die Shannon-Grenze, man kann das Ganze jetzt einfach sagen, wenn man also relativ großen Signal-Rauschabstand hat, dann spielt das hier mit der 1 kaum eine Rolle, und dann können Sie das mit dem Logarithmus dann da auch ausführen, indem Sie das Ganze in dB, also Logarithmus nicht zur Basis 2, sondern zur Basis 10, und dann das Ganze umrechnen auf den Logarithmus zur Basis 2 angeben, und dann haben Sie eben hier stehen, die Kanalkapazität ist ein Drittel Bandbreite mal Signal-Rauschabstand in dB. So, das ist die Näherungsformel, die gilt, wenn diese 1 kaum eine Rolle spielt. Was in den allermeisten Fällen der Fall ist. So, und das ist die Grenze. Diese Kapazität kriege ich maximal über den Kanal, wenn ich alles richtig mache. Das Tolle an dieser Geschichte 1948 war, dass der Shannon damit gesagt hat, was geht und dass es eine Grenze gibt. Wenn Sie nicht wissen, dass es eine Grenze gibt, könnte es ja sein, dass Sie so wie dieser Esel mit der Möhre da vor der Nase, ne, immer laufen da und eigentlich gar nicht mitkriegen, dass Sie es nie erreichen werden, weil das geht halt nicht, ne? Also es ist schon eine Leistung gewesen. Die Leistung wäre, glaube ich, noch wesentlich größer gewesen, wenn er denn auch gesagt hätte, wie es geht. Das war das Fiese dabei. Das hat er nämlich nicht. So, und man ist bis in die 90er Jahre von dieser Grenze um 10, 20 dB entfernt gewesen. Man ist nicht dran gekommen. Also das, was man praktisch wirklich übertragen konnte über so einen Kanal, war eben nur ein Zehntel bis Fünfzigstel von dem, was man einfach so theoretisch hätte erreichen können. Erst mit den Turbocodes und iterativer Dekodierung und so weiter ist man an den Punkt gekommen,
dass man tatsächlich diese Grenze auch erreicht. Eigentlich ist es nicht ganz richtig. 1992 hat man das gemacht. Eigentlich hat man die Codes, damit die das können, schon in den 60er Jahren entwickelt, nur dann leider wieder vergessen und nicht daraufhin untersucht. Die LDPC, die Low Density Parity Check Codes, die man heute auch im Ethernet verwendet, dem einen oder anderen wird das vielleicht bei der Bearbeitung der Aufgabe aufgefallen sein, dass es sowas gibt. Die werden wir auch besprechen hier, aber diese LDPCs, die sind schon in den 60er Jahren entdeckt worden, aber nicht verwendet worden. Und in den 90ern kamen dann die Turbocodes, die dann auch sehr, sehr schnell von der Idee in die Umsetzung im UMTS stattgefunden haben. So, was haben wir jetzt? Also wir haben jetzt einen Kanal, der rauscht. Wir haben aufgeräumt mit der Idee, dass man ja die Zustände so dicht an dicht packen kann, weil das Rauschen das verhindert, weil nämlich dann die Bitfehlerrate zu groß werden würde. Bitfehlerrate führt ja dazu nicht nur, dass ein Bit kaputt geht und Information nicht übertragen wird, sondern es kann auch dazu führen, dass man sagt, ja, ich muss nochmal nachfragen. Und dadurch, dass man nachfragen muss, belegt man den Kanal ja wieder, weil ja manche Sachen mehrfach übertragen werden müssen. Können wir ja tun, nicht? Aber irgendwann, und das ist der Punkt, den der Shannon hier rausgefunden hat, eben irgendwo gibt es einfach eine Grenze, da kriegen Sie nicht mehr Bits durch den Kanal. Gut. Und die haben wir jetzt gefunden. Aber nicht theoretisch abgehört. Bitte? Also das ist nicht nur so eine praktische Richtformel, sondern das ist eine fundamentale Formel. Das ist mathematisch abgeleitet. Und praktisch nicht erreicht. Wenn Sie 1948 das Ganze praktisch gemacht hätten, dann hätten Sie hier wahrscheinlich ein Hundertstel stehen gehabt. Und nicht ein Drittel. Oh, er hat das mathematisch abgeleitet. Das, was man jetzt einwenden kann, ist, das gilt ja nur beim Gaußschen Rauschen. Also nur dann, wenn Sie tatsächlich einen Kanal haben, der nur unter thermischem Rauschen leidet. Wenn Sie einen Kanal haben, der schon unter dem Zündfunken oder unter dem Oberleitungsfunken der Straßenbahn leidet, das ist ja auch eine Störung, dann wird es ja nicht besser. Wenn Sie einen Kanal haben, der darunter leidet, dass hier die Wand noch reflektiert oder sowas, dann wird es ja nicht besser. Das ist, also ist schon ideal. Also besser als das geht nun wirklich nicht. Also, naja, wollen wir sehen, ob man die Shannon Donner austricksen kann irgendwann. Bis auf ein halbes dB oder so. Also nicht im Labor, in der Praxis. Okay, weil in der Praxis hat man ja genau diese ganzen Einflüsse durch andere Störreihen. Ja, ja. Also, insofern, okay, muss ich, glaube ich, mich da etwas präzisieren. Die unter den gegebenen Bedingungen, auch in Messungen, die ja, stimmt schon, im Labor stattfinden, kommen Sie auf halbes oder ganzes dB dran. Wenn Sie tatsächlich, aber das ist ja kaum messbar, wenn Sie tatsächlich mit dem Handy durch die Gegend fahren, dann spielen andere Punkte auch eine Rolle. Der schaltet halt einmal so und mal so, je nachdem, wie es passt. Der kann jetzt sein auch den auseinandernehmen, oder? Macht das Handy, dass er die Form reduziert. Ja, aber das ist ja bloß eine Reaktion darauf. Das ist ja, hat ja nichts mit Shannon zu tun. Also, das heißt also schon, ja. Aber, ja. Naja, man kann jetzt ja verschiedene Dinge an dieser Stelle tun, ne? Also, und damit trickst man das Ganze eben aus. Man kann sich natürlich an die Sachen halten und kann sagen, okay, wenn meine Bandbreite oder mein Rauschen so und so groß ist, dann müssen meine Signalenergien mindestens so und so groß sein. Das ist letztlich die Umschaltung von, wenn ich kann, nehme ich eine QAM 64, wenn ich nicht mehr kann, eine 16er, und wenn das auch nicht geht, dann nehme ich eben einfach eine QPSK, und wenn das nicht mehr geht, schalte ich ab. So. Also das wäre ja, das ist die Geschichte hier. Ich passe meine Signalleistung oder meine Signalabstände sind es letztlich an das Rauschen an. Ich kann an der Bandbreite variieren. Also ich ändere letztlich den Kanal. Und ich kann mir Sachen einfallen lassen, die müssen aber hier schon berücksichtigt werden. Sonst gilt das mit der Kanalkapazität sowieso nicht. Ich kann mir Sachen einfallen lassen, wie ich Fehler finde und Fehler korrigieren kann. Das gilt unter wirklich idealen Bedingungen. Also wenn ich all diese Tricks zur Fehlerfindung und Fehlerkorrektur, die wir hier noch kennenlernen werden, wenn ich die anwende, dann erreiche ich das. Wenn ich einfach nur sage 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0
und da keine Korrekturmechanismen drin sind, dann erreiche ich das gar nicht. Dann bin ich da um Faktoren von weg. Und das ist ja das, was da in den 50er Jahren noch war. Ja, also das ist auch der Satz, der hier ganz entscheidend ist. Ne? Die erst vor wenigen Jahren wirklich mit den Turbocodes erreicht wurde. Also nur mit der Codierung kommt man da überhaupt hin. Okay, so, jetzt machen wir uns noch, gucken wir uns noch die Bitfinale. Nee, machen wir nicht. Wir machen jetzt mal ein bisschen Ptolemy, habe ich mehr Lust zu. Macht mal die Rechnung.